Mit dem erst vor kurzem veröffentlichten Update auf iOS 15.6 hat Apple neue Funktionen, aber auch neue Einstellungen hinzugefügt, und im heutigen Video schauen wir einmal, welche Einstellungen man mit iOS 15.6 und grundsätzlich mit iOS 15 etwas genauer anschauen und gegebenenfalls anpassen sollte. Sollten dich Videos zum iPhone und zu iOS interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr, und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro ein paar Einstellungen in iOS 15.6 und vorigen iOS-Versionen an, die man gegebenenfalls anpassen sollte, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir auch direkt mit der ersten Einstellung und öffnen dazu die Einstellungen-App und scrollen hier einmal etwas nach unten bis zu den Podcasts, denn mit iOS 15.6 ermöglicht Apple, dass man hier die Podcasts automatisch laden kann. Das heißt, hier scrollen wir erneut etwas nach unten und finden hier jetzt ab iOS 15.6 automatische Downloads, und hier können wir einmal reingehen und dann seht ihr, dass wir das natürlich anpassen können. Wir können das entweder komplett ausschalten, wenn wir zum Beispiel nicht so viel Datenvolumen haben oder wenn wir nicht wollen, dass im Hintergrund eben der Akku dafür verwendet wird, Podcasts herunterzuladen. Wir können aber das Ganze auch begrenzen. Wir können sagen, nur die neueste Folge pro Sendung oder die neuesten 2, 3, 5, 10, dann die letzten 24 Stunden oder eben bis zu die letzten 30 Tage oder alle neuen Folgen, und das könnt ihr entsprechend anpassen, solltet ihr die Podcast-App verwenden und zum Beispiel nicht so viel Datenvolumen haben oder eben euren Akku dafür nicht verwenden wollen. Was ich euch mit iOS 15.6 auf jeden Fall empfehlen kann, ist einmal in den Einstellungen bis zum Bereich Safari zu gehen, und hier könnt ihr dann einmal etwas nach unten scrollen, bis wir hier die Möglichkeit haben, unseren Verlauf und die Website-Daten zu löschen, und dort gehen wir einmal drauf und dann wird uns hier eben ein Pop-up geöffnet, ob wir denn unsere Website-Daten löschen wollen, und wenn wir das machen, dann ist das unter iOS 15.6 jetzt so, dass wir eben unsere Tabs behalten können, und das ist natürlich super cool, weil eben diese ganzen Tabs nicht geschlossen werden, gleichzeitig werden aber die Website-Daten und der Verlauf gelöscht, und das sorgt unter anderem dafür, dass andere und sonstige Speicher wieder entleert werden und ihr damit wieder ein bisschen mehr Speicherplatz frei bekommt, daher hier auf Tabs behalten gehen und schon habt ihr wieder etwas mehr Speicher zur Verfügung und gleichzeitig wurden die Tabs nicht geschlossen. Die nächste Einstellung ist tatsächlich ziemlich wichtig und kann Leben retten, daher solltet ihr diese auf jeden Fall einmal überprüfen, und dafür geht ihr erneut in die Einstellungen-App und scrollt hier etwas nach unten bis zu Apple Health, hier geht ihr einmal rauf und dann findet ihr hier eben die Gesundheitsinfos und den Notfallpass. In diesem Fall geht ihr auf den Notfallpass drauf und ihr solltet diesen auf jeden Fall ausfüllen mit Erkrankungen, Befunden, irgendwelchen Allergien, Blutgruppe, Gewicht, Größe und so weiter, und ihr solltet eben auch Notfallkontakte hinzufügen. Das ist hier jetzt natürlich alles bei mir geblurrt, und ihr solltet hier ganz unten Zugriff im Notfall im Sperrbildschirm aktivieren, und das funktioniert, indem ihr hier oben einmal auf Bearbeiten geht und dann erneut hier einmal ganz nach unten scrollt, dann findet ihr hier nämlich den Bereich Zugriff im Notfall im Sperrbildschirm anzeigen, und das solltet ihr hier auf jeden Fall aktivieren. Dann ist es nämlich so, dass eben im Lockscreen euer iPhone, solltet ihr zum Beispiel einen Unfall haben, ganz einfach verwendet werden kann von Notfallsanitätern oder Ähnlichem, dass die Notfallkontakte angerufen werden können und dass zum Beispiel direkt gesehen werden kann, welche Allergien ihr habt oder welche Blutgruppe. Die nächste Funktion ist für jeden interessant, der gerne die Kopfhörerlautstärke manuell einstellen möchte, denn das funktioniert normalerweise unter Töne und Haptik in den Einstellungen und dann unter Kopfhörersicherheit, und dann findet ihr hier den Punkt laute Töne reduzieren, und bei sehr vielen Nutzern ist dieser eben ausgegraut, wie in diesem Fall auch, und das könnt ihr deaktivieren, indem ihr hier einmal wieder zurückgeht und dann einmal auf die Bildschirmzeit. Denn wenn diese aktiv ist, dann ist das bei einigen Nutzern zum Teil so, dass unter Beschränkungen, wenn diese an sind, hier unten auch laute Töne reduzieren auf nicht erlaubt gestellt ist. Und das könnt ihr hier einmal auf Erlauben gehen oder alternativ die Bildschirmzeit komplett deaktivieren, je nachdem, was euch eben lieber ist, oder die Beschränkung deaktivieren. Und wenn wir hier jetzt wieder zurückgehen, unter Töne und Haptik und dann hier auf die Kopfhörersicherheit, dann seht ihr, dass wir diesen Reiter jetzt aktivieren können, und dann habt ihr hier eben die Möglichkeit, manuell die Dezibel einzustellen. In diesem Fall sind 85 Standard, ihr könnt hier aber auf 75 gehen, um das eben zu reduzieren, oder maximal eben auf 100 Dezibel hochstellen. Wenn ihr ein iPhone 11 oder neuer habt und keinen AirTag verwendet, dann habt ihr die Möglichkeit, für mehr Datenschutz den U1-Chip, den Ultra-Breitband-Chip ganz einfach zu deaktivieren, und zwar in den Datenschutzeinstellungen. Dazu scrollen wir einmal hin, gehen dann ganz oben auf die Ortungsdienste und scrollen dann einmal ganz nach unten bis hin zu den Systemdiensten. Dort gehen wir dann einmal rauf und hier finden wir jetzt den Punkt Netzwerk und drahtlos und diesen könnt ihr ganz einfach deaktivieren. Wenn ihr eben diesen U1-Chip nicht verwenden möchtet, könnt ihr hier auf Deaktivieren gehen. Genauso könnt ihr andersrum natürlich auch, wenn ihr den U1-Chip verwenden wollt, zum Beispiel für die Apple AirTags und das Ganze ist bei euch deaktiviert, das hier dann einmal aktivieren. Eine weitere empfehlenswerte Einstellung für mehr Datenschutz findet ihr in den Telefoneinstellungen. Dazu scrollen wir hier etwas weiter nach unten, finden dann hier Telefon und hier können wir jetzt erneut etwas nach unten gehen, nämlich bis zu unbekannte Anrufe stumm stellen und dort gehen wir einmal rauf und dann habt ihr hier eben die Möglichkeit, Nummern, die unbekannt euch anrufen, hier ganz einfach auszublenden. Diese werden dann eben nicht mehr durchgeleitet und gerade wenn man irgendwie sehr viele unbekannte Anrufe bekommen sollte, dann ist das natürlich sehr nervig und entsprechend kann man hier diese Funktion aktivieren, damit diese Anrufe eben stumm geschaltet werden. Auf jeden Fall sehr praktisch. Kommen wir nun auch schon zur letzten Funktion und diese befindet sich wieder in den Safari-Einstellungen. Wir scrollen also erneut etwas weiter nach unten und hier finden wir eine sehr praktische Funktion unter Allgemein, nämlich automatisch ausfüllen. Und hier haben wir die Möglichkeit, einmal unsere Kontaktinfos zu benutzen und unsere Kreditkarten. Und unter Meine Infos kann dann ganz einfach ein Kontakt ausgewählt werden, also der eigene Kontakt in dem Fall. Macht natürlich am meisten Sinn und ihr könnt dann eben hier zum Beispiel eure Adresse ausfüllen, euren Standort, Telefonnummer und so weiter. Also alle Infos, die zum Beispiel in Safari in irgendwelchen Kontaktfeldern abgefragt werden. Und ihr könnt hier auch auf Kreditkarten gehen und dann hier eben entsprechend Kreditkarten hinzufügen. Und wenn dann irgendwie Kreditkarteninformationen abgefragt werden, wie zum Beispiel die Kreditkartennummer oder auch das Ablaufdatum, dann werden die hier ebenfalls gespeichert. Natürlich nicht der Sicherheitscode, der muss immer noch manuell eingegeben werden, aber eben das Abgetippe von einer Kreditkartennummer, dies wird dann hier durch diese Funktion eben erspart. Auf jeden Fall sehr praktisch, automatisch ausfüllen zu aktivieren und hier eben auch die Kreditkarten bzw. Informationen des Kontaktes hinzuzufügen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch ein paar praktische Einstellungen zeigen konnte, die ihr jetzt je nach Bedarf für euch anpassen könnt. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir noch weitere Einstellungen, die man anpassen sollte, unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!